Die Welt, wo wir leben, ist schneller geworden. Viele wählen das Auto, um zu ihren Arbeitsplätzen oder Schule zu gelangen. Wegen des Klimawandels und die riesigen CO2-Emissionen müssen wir andere Lösungen finden. Wir brauchen einen nachhaltigen Verkehr statt das Auto. In den Morgenstunden sehen wir überall Autoschlangen in der Innenstadt und den benachbarten Straßen. Die Eltern nehmen ihre Kinder mit Auto zur Schule. Deshalb müssen 30-40 Minuten früher losfahren. Wegen den Autos gibt es Staus morgens und nachmittags zwischen 14 und 17. Was können wir dagegen tun? Die Stadt ist leicht erreichbar zu Fuß und es erfrischt uns der Früh, wenn wir unseren Tag mit Bewegung anfangen. Warum gehst du zur Schule zu Fuß? Es ist Teil von meiner Routine. Erst war es schwer, aber heutzutage kann ich es nicht anders vorstellen. Wie weit wohnst du von der Schule? Ich wohne ca. 2 Kilometer von der Schule, aber meine Klassenkameraden wohnt auf dem Matschek und sie geht zur Schule zu Fuß auch. Was machst du in dem Winter? Wenn das Wetter schlecht ist, genügt ein Pullover mehr. Da erwärme ich mich durch die Bewegung. Und ich trage Regenschirm bei mir immer, so es ist kein Problem. Manche wählen eine schnellere, aber umweltbewusstere Alternative. Das ist Fahrrad. Bei den meisten Studenten in Pech ist es eine Regel, mit Fahrrad zur Universität zu fahren. Zu unserer Schule fahren weniger mit Fahrrad. Durchschnittlich gibt es nur 2 oder 3 Fahrräder am Abstellplatz vor der Schule. Ich kann um 20 Minuten später abfahren, als wenn ich mit dem Bus fahren würde. Dazu noch sind meine Füße stärker geworden. Fahrst du immer mit dem Fahrrad? Manchmal fahre ich mit dem Bus im Winter und im Herbst spaziere ab und zu. Aber meistens wähle ich das Fahrrad. Es gibt viele E-Rollers und Pechige in der Stadt und auch Mopeds stehen zur Verfügung, die für Touristen sehr nützlich sind. Benutzt du diese ab und zu? Nein, ich habe mein eigenes Rad, damit verkehre ich. In der Stadt werden viele Radwege gehabt, aber sie sind unlogisch. Sie haben es, wo Platz gibt und nicht, wo es nötig wäre. Studenten brauchen einjahrbare Radwege zwischen der Innenstadt und der Vorstadt. Und was ist mit denen, die außerhalb der Stadt wohnen? Sie können nur mit dem Bus fahren. Entspannen die Probleme. Zum Beginn war es mir lieber, mit dem Bus zur Schule zu fahren. Ich konnte Musik hören und mich entspannen. Gibt es keinen Nachteil vom Bus? Manchmal kann man sich nicht ganz auf den Bus verlassen, aber im Grunde genommen bin ich damit zufrieden. Falls ich mich der Früh von der Schule verspäte, ist es wegen dem großen Verkehr.
Viele Autos machen ständige Grundrausche. In der Stadt gibt es im Durchschnitt 85 Dezibel Grundrausche, so laut wie ein Staubsauger. Dieser Lärm ist lauter im Winter, wenn es viel regnet. Wir haben über den Fußgängerverkehr gesprochen, was uns erfindet, über das Fahrrad, womit wir schneller fahren können, und über den Bus, der eine begnügliche Alternative. Es ist viel einfacher, sich ins Auto zu setzen, als eine umweltfreundliche Lösung zu finden. Manchmal muss man die Gemütlichkeit opfern und unsere Gesundheit, um die Umwelt zu schützen. Wenn du beginnst, umweltfreundlicher zu leben, hilfst du nicht nur für deine Umgebung, sondern auch für dich. Leg mich auf den Mond und lass mich spüren.